Kat, das Bett schläft sich gut. Noma! Was los? Mich hat jemand angeschossen. Wo wie bist du? Direkt, oh, in der Milz. Oh nein. Bitte helf mir, ich kann nicht. Warte. Ah, ich hab ihn rausgenommen. Soll man nicht machen, ne? Rat mal, wer mich angeschossen hat. Ja, rat mal. Jetzt versteckt sie sich, ne? Wo ist er? Eben. Hat sich versteckt. Eben. Guck mal, da hinten ist sie. Die ist auf der Insel. Auf der Insel ist sie. Ei, da werde ich jetzt mal hingehen. Die kralle ich mir jetzt erstmal. Ja, los. Auf der Insel wollten wir eh drauf. Also. So. Und wo ist mein Bogen? Guck. Wo ist er? Das ist nicht dein Ernst. Oh. Du bist zu langsam. Oh. Völlig weit drüber weg, ey. Das wollte ich ja gar nicht. Guck mal, du wärst schon dreimal tot. Oh, direkt im Kopf. Danke. Ja, du hast ihn schön im Kopf. Oh. Ja, ich bin hier. Tu mal bitte was. Was denn? Zieh das bitte raus aus meinem Kopf. Da ist doch gar nichts drin. Ich hab's doch rausgenommen. Du hast ernsthaft nicht getroffen? Hör auf damit. Oh, danke für die Pfeile. Ich gehe jetzt hoch. Ja, ihr macht halt, komm, ihr kloppt euch hier. Ich gehe jetzt hier hoch, so. Ey, ja, guck mal, wollen wir hier links oder wollen wir geradeaus? Hier, ne? Dann links, ich glaube, links gibt's auch noch mal so Seitenaufgang. Ich laufe nur mal. Ja, aber der ist ja offensichtlich hier der... Oh, ein Schild. Oh, guck mal hier, ein Schild. Unauthorized personnel to not enter during matting season. Was heißt das? Da ist ein Bär drauf. Ich bin ja gut. Es tut nicht gut, gerade während der Saison. Okay, also aufpassen vor bösen Bären. Aber wir haben ja schon einen Bär hier erlegt, also das geht doch. Ich geh mal, wollen wir uns rechts halten? Erstmal, dass wir... Ja, ich... Also rechts willst du erst hoch, da hoch? Okay. Ja, ich würde sagen, okay. Das ist das Leichteste, was man sich merken kann, statt durcheinander, ne? Einfach immer Jungs, so. Jungs, ich hab euch schon verloren. Hä? Hehe. Also, eigentlich sollten wir zusammenbleiben, wenn hier Bären sind. Ich kann nämlich gar nicht kämpfen und ich kann nur Cutter abschießen. Opa, pass auf, hinter dir, ein Wildschwein. Echt jetzt? Nein. Oh Mann, ich bin fast runtergefallen. Da hinten läuft eine Ziege, aber sonst nein. Oh, welche von beiden meinst du jetzt? Ey! Boah. Das war die Rache. Das war gemein. Ich hab jetzt eine Axt in der Hand, ich würde die Klappe halten. So, das ist nur Retoure. Aber die beiden Streithähne, die lass jetzt mal hier. Komm, jetzt hier hoch. Hier komm ich dir. Guck mal, da läuft noch ein Bär. Hier, da. Da ist noch ein Bär. Mein Fall wieder haben. So. Also ich bin nicht traurig, wenn er dich frisst. Na, guck mal, da haben wir so Zwischenfahrt oder ganz rechts hier nochmal lang. Aber ich glaube, hier rechts ist nur ein Abhang. Wo bist du? Wie Zwischenfahrt? Also hier hinten geht's auch nochmal hoch, ne? Ich hab das Gefühl, ja. Ja, ich weiß das, genau, ich wollte nur gucken, weil da hinten ging es nämlich nicht weiter. Das heißt, wir können tatsächlich hier lang. Also ich würde jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Marienkäfer machen. Was drückt ihr bitte für eine Taste, dass ihr so schnell seid? Ich bin so langsam. Du drückst die Shift-Taste mit dabei. Mit der du groß schreiben kannst. Oh Gott. Oh, 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 oh mein Gott, ich habe das Laufen gelernt. Da kommt sie doch gar nicht rüber. Ich wollte gerade sagen, wir haben so ein Springproblem gerade. Oh mein Gott. Ich probier's als Erste. Bist du sicher? Warte. Ich hab gesagt, lass dein Inventar hier, wenn du rüberspringst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist länger als ich dachte. Ich dachte, das wären drei. Wieso schaffst du das? Es ist verdammt lang. Hä? Oh mein Gott. Hä? Warum schaffst du das auf einmal? Kannst du mir das erklären? Also, ich bin voll aufgeregt. Was ging da ab? Wieso hast du das geschafft? Sie schafft jedes Mal Hilfe, wenn sie das Boot nicht hochkommt und macht ja einfach mal einen Jump'n'Run im ersten Versuch. Hä? Das geht ab? Oh nein. Oh, pass auf, Angst. Wir schmieren ab, ey. Ich hatte Angst, rüber zu laufen. Versteht ihr jetzt meine Aufregung? Ja. Boah, ich hab's geschafft, aber hat ein bisschen wehgetan. Ein bisschen mehr? Bei mir hat es richtig weh getan und ja, ich komme nicht mehr hoch. Hüpfen. Das sieht aus von hier wie so ein Frosch. Oh. Ich muss erstmal einen Happen nehmen. Das ging Jungs, gar nicht. Seid ihr stolz auf mich? Wir sind Happen, das bringt nichts, wenn du isst, ne?
Nur Honig, nee, kann ich sagen. Oh, 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 guck mal hier, da links oben. Oh, schön. Ja, aber ich möchte gerade ein bisschen aufpassen. Es tut mich gerade richtig weh. Darf ich kurz was ziemlich sagen? Verwundet. Nee. Natürlich. Ich verstehe nicht, warum ich überhaupt mitgekommen bin. Warum ich hätte ich hätte Kartoffel anpflanzen können. Ach, hier ist der Spaß. Diesmal, da komm. Also, wir haben hier eine schöne Hütte und wir haben hier einen Turm. Turm? Okay, Turm. Ich will auf den Turm gehen. Der Turm, Turm. Warte mal. If you live here, your house is gone. Okay. Relaisstation 2, Ranger Station. Okay. Wir sind Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich? Tut's weh. Okay, seid ihr auf der Ranger, also Station da oben? Ja, ja. Ich bin schon fast ganz oben. Okay, der Fakt, dass das Relaisstation 2 ist, heißt, wir haben Relaisstation 1 übersprungen. Den würde ich sagen. Da kann ja mal 1:1 zusammenrechnen. Ich nenne mich Sherlock. Oh. Der vermeintlich Sherlock Klügere ist ja eigentlich sein Kollege, ne? Ja. Ja, was bin ich denn? Ich meine, du kannst runterfallen. Passiert nichts. Bist du schon runtergefallen? Für sie getestet. Das sehr beruhigend. Das sieht hier sehr ordentlich aus. Also. Oh, guck mal. Oh, und eine Notiz? Oh, Notiz? Wo ist eine Notiz? Oh, was ist hier? Hey. Was haben wir hier? Benutzen. Ich habe irgendwas benutzt. Ich habe bloß den Generator angemacht, der hier hinter der 1 von 3 Relaisstationen aktiv. Ah, wir müssen die aktivieren. Also hast du eine aktiviert. Guck mal, die nächste sehe ich auch da. Guck mal, die sind schon im Dreizack. Seht ihr? Da rechts ist eine direkt. Da ist eine und da... Ist das auch eine Relaisstation? Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Und da ganz hinten. Also okay. Dann würde ich sagen, müssen wir Relaisstation 1 finden. Oh, wir können hier hoch. Ja, warte, hier kann man hoch. Demo Rentsch springt so ein Gott, Bär, so ein Bärenkopf vor mir her. Ey, jetzt hau ich doch nicht immer runter. Ich geht's nicht weiter. Oh, hier geht's doch weiter. Doch, hier ist ein Satellit oder sowas. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Ja, wow. Siehst du? Oh. War was drin? Was Schönes? Ja, Was zum Naschen? Mango-Nana. Nein. Mango-Nana und hier ein Brett kannst du gerne essen. Brett. Oh, wäre cool. So, jetzt müssen wir uns einfach runterstürzen? Ich will's nicht tun. Warum nicht? Es geht doch schneller. Oho! Und? Ich bin unten. Und tot. Nein. Nein, ich auch nicht. Bring die Hälfte runter. Geht auch. Tada. Ja, wir müssen nach rechts. Nee, lass mal den kleineren Turm erstmal versuchen zu kriegen irgendwie. Ja, genau. Müssen wir mal sehen. Ich bin schon wieder alle vor hier. Guck mal hier, der rechte Turm, da ist diese Zugbrücke, ne? Was? Wo? Da hier, guck mal hier, da. Da ist diese Zugbrücke, die wir gesehen haben. Da hinten, siehst du die? Ja, ich sehe sie. Ach, da links, hoch, ja. Lass mich raten, das ist Relaisstation 3. Oder schon 2, weil die andere, die 3... Nee, 2 ist diese hier. Na, dann lass uns doch erstmal darüber laufen. Dann ist die 1er da ganz oben. Aber das wird ja spannend. Und es wird dunkel. Und ich mag es nicht im Dunkeln. Oh, haben wir Stirnlampen? Können wir hier einfach runterspringen wieder? Oder müssen wir nochmal... Ja, ich probiere es aus. Lass mir Ismaralda davor laufen. Ah, scheiße. Für sie getestet. Oh, ich bin im Baum. Du weißt, dass ich dich da nicht retten können, ne? Oh Gott, da war ein Bär. Oh nein. Oh scheiße, ich hab nichts. Also ich kann doch nicht mit einem Bären kämpfen. Wo ist Könnt ein Bär? Ihr bitte jetzt kommen? Wo bist du denn? Ja, ich bin runtergefallen und hier ist ein Bär. Wie war der? Der ist braun. Ja, wo ist ich hab mich voll erschreckt. Nochmal, wollen wir hier rechts langsam hier runtergrinden? Ja, ich glaube auch. Geh mal vor. Jungs, hier ist ein Bär, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, ich sehe sie auch nicht. So. Wo bist du nochmal? Ich bin so links, also links runter jetzt hier direkt am Hang. Oh, verdammt, hier, der Bär steigt auch überall. Oh nein, ich sterbe gleich. Hau ab vor dem Bären. Lauf weg. Ich sehe sie nicht. Ich auch da, nicht. Da hinten ist sie. Da hinten. Ist der Bär noch hinter dir? Da ist die Bienen sind hinter ihr her. Komm her, Nummer. Jetzt habe ich die Bienen. Nein, der Bär. Links oder rechts? Bin tot. Wo seid ihr? Bist du noch tiefer? Nummer, ja, noch ganz unten. Da! Nummer, du kannst mich doch nicht sehen! Nee, ich kann dich auch nicht sehen. Ich hab ein Schild gefunden. Ach, da unten, da ist ein Bär. Jo. Ah, verdammt.
Muss ich jetzt die Klappe halten, weil ich tot bin? Nein. Kann mich jemand wiederbeleben? Ja, sofort. So, haben wir. So. Wir haben ihn. Eieieiei. Von Bienen und Bären in die Knie gezwungen. So, ich war noch hier oben, weil hier oben ist ein Schild, nämlich, bevor ich jetzt runterkomme, lese ich euch das einmal vor. So ein Wegweiser. Also ja, Ranger Station, Relaisstation 2 haben wir. Jetzt gibt es noch Relaisstation 4 und Relaisstation 6. Okay. Waren die anderen früheren auch schon welche? Weiß ich nicht. Es sind auch nur 3 drauf, also 2, 4, 6. Heißt es, dass es gibt noch 1, 3, 5 oder ist es in 2 erschritten? Oder sie haben einfach allgemein eine Nummer und ist nicht gleichbedeutend. Jetzt nach rechts ein bisschen weiter. Weil wir mussten auch 3 Stück aktivieren. Vorhin stand da nämlich eine von 3 Relaisstationen aktiviert. Also ich nehme an, dass das 2 Schritte sind. Ich glaube, wenn wir alle 3 aktivieren, dass dann die Zugbrücke vielleicht runtergeht. Nee, weil die dritte ist nämlich auch hinter einer Zugbrücke. Also geht der Plan nicht auf. Ich muss doch gerade gucken, wo sind wir denn hier? Ich suche nach da oben. Ich bin hier, ich bin immer noch hier oben. Findest du einen Weg hier hoch? Weil von hier kommen wir. Also ja. Katha, wenn du mich lieben würdest, würdest du mich auf jeden Fall wiederbeleben. Wo ist sie denn? Ja, ich lieg hier. Bei den Bären vorhin oder wo? Muss ich nicht sagen, weil ich kann mich nicht umgucken. Ihr müsst ich wollte sagen, Fall weil... Du darfst es suchen. Ins Bett bringen, Katha, musst du, deine Liebste. Das mach ich nicht. Ja, trotzdem müssen wir sie erstmal finden und ich finde sie nicht. Okay. Also man kommt da hoch. Was war denn das Letzte, was du gesehen hast? Da war jemand an mir vorbeigelaufen. Oh, wer? Ich lieg da. Ja, wer? Ich seh nur, dass jemand auf mich draufgefallen ist. Ah, ich seh sie. Ah, Mist. Hier. Hier war da gerade ein Name. Da liegt sie. Da liegt sie. Ab sie. Okay. Hier, kann selber tragen. Okay. Toll. Sag nicht, ich bin zu schwer. Ja, dann müssen wir erstmal zum Schiffchen. Wir müssen zum Schiff. Warum? Weil du nur am Bett wiederbelebt werden kannst. So, ich wollte mal eben Bienen fangen. Moment. Da war irgend so ein geiler Pilz an einem Baum, deswegen bin ich dahin. Ja, so ein geiler Pilz war da. So ein richtig geiler. Ja. Nur mal, du kennst den Weg? Wo war der Weg? Immer hier, ne? Bist du hochgegangen? Ich weiß es nicht. Ich hab gerade nur Bienen gefangen, deswegen war ich. Ja, du bist aber. Wenn du mich kriegst, wird mir schwindelig. So, hier ist das Schild, genau, was ich gerade sagte. So, Relaisstation 2, ne? Und jetzt geht's. Also, in diese Richtung zurück. Hier müssen wir zurück. Müssen wir jetzt alle zurück, weil ich tot bin? Ja, nicht alle, aber. Ja, ich lauf nicht alleine Hülle weiter und Katha muss sie zurückbringen. Ach. Also, oh, das ist ein Bär. Stopp. Bär. Super. Ihr kämpft. Ich kämpfe hier alleine gegen die Bären. Ihr lasst mich in Ruhe, aber beide bringt ihr mich zurück. Hab Schuss. 4 Pfeile. 5 Pfeile. Mal zu zählen. 6 Pfeile. Oh ja. Wo ist der? Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Alte denn? Das ist nicht dein Ernst. Boah. Ja, der Bär hat noch Zuckung hier. Ey, ich will den aufsammeln. Ich weiß nur nicht, ob wir hier richtig sind. Ich glaube, hier ist das eigentlich runter, ne? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich bin zwar tot, ne? Wo bist du? Warte, ich habe hier noch was gefunden. Was? Stopp. Ich habe was gefunden hier. Henry's Stuff, keep out. Okay. Wer ist Henry? Oh, ist so dunkel, ne? Ja. Hier ist eine Höhle? Nee. Sorry. Ja. Er findet den Weg. Mit einer Leiche hinten drauf, ey. Du musst irgendwie Richtung Relaisstation 2. Also so, hier ist der Weg. Ah, okay. Also, Katha, nur so zur Info, ich lebe noch. Ich sehe die ganze Zeit nur deinen Hintern, so wie du mich trägst. Ja, ich weiß nicht mehr wohin, ich habe mich verwirrt. Verirrt. Verwirrt, du bist verwirrt. Ich bin völlig verwirrt, ich weiß gar nicht wohin. Ich habe den Weg gefunden, aber ich weiß nicht, wo ihr lang gelaufen seid. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Also lauf mal zurück. Lauf mal zurück. Zurück den Weg, den du jetzt gekommen laufen bist. Das weiß ich doch nicht mal, wo zurück war. Dreh einfach 180 Grad und lauf zurück. Ja, aber ich bin schon zu mehr.
tausend Wege gelaufen. Ja, das ist komisch. Schlecht. Weil du bist irgendwo nämlich falsch abgebogen. Ja, und ich habe jetzt echt ein bisschen Panik, dass ich den Weg gar nicht mehr finde. Also da, wo der Bär ist, da läufst du bitte mal hin zurück. Wo wir gerade den Bären erledigt haben. Der übrigens immer noch hier rumzappelt, deswegen ich den nicht aufsammeln kann. Lieber Bär. Es wird morgen. Wir haben keine Karte hier, ne? Nein. Tja. Ich bin ganz alleine. Ich bin beim Bär. Ja, ich bin... Du, versuch mal, wenn du wieder irgendwelche Schilder siehst, lauf mal Richtung Relaisstation 2. Das wäre vielleicht ne, ein Weg. Weil ich stehe nämlich direkt an der Gabelung zur Relaisstation 2, wo man hochgehen muss. Ja, ich geh auch zur Relaisstation 2. Ja, da müsstest du nämlich direkt bei mir wieder rauskommen. Hä? Immer den Schildern folgen. So ganz ist es nicht. Ja, warum geht sie denn auch tot? Echt? Ich bin nicht tot, ich bin bewegungsunfähig. Ich lebe noch. Ich kann nur nicht mich selbst bewegen. Ja, das kommt doch von, wenn man immer einfach vorrennt. Ich bin nicht vorgerannt, ich bin runtergesprungen. Habt euch lieb. Also wie verpeilt wie ich bin, gerade finde ich den Weg nicht. Die Ziege. Ja, ich sehe schon. Die jetzt auf Ziegenjagd. Oh, das war nicht so gut. Ich lasse sie einfach hier liegen. Es ist nein. Jetzt nimm sie mit. Ich gehe da jetzt mal hoch. Ich wusste das. Wenn ich auf so eine blöden Insel komme, dann sterbe ich. Oder dann werde ich bewegungsunfähig. Oh, da ist was. Ja, da bist du ja. Super. So, mitkommen. Warum ist ein voller Pfeile? Okay. Egal. Hier lang. Hier sind wir nämlich hergekommen. Da ist Mr. Mac. Moin. Nee. Ja, und hier geht's runter. So. So. Und da ist Omaha Beach. So. Ja, Omaha Beach. Die ist Day. Eure Internetverbindung okay? Nee, ist unsere. Ist unsere. Es war bei mir eben auch. So, einmal rüber da. Du hast bei mir gerade einen schönen Leck gehabt. Ja, irgendwie hängt die Verbindung. Hier ist mir auch schon aufgefallen. So, einmal wieder. Ich komme mit, kann ich meine Wasserflasche auffüllen. Ist eh fast leer. So, jetzt touchen wir sie mal irgendwo hin. Wo ist denn das Bett? Das habt ihr ja so toll gemacht, ne? Hahaha, jetzt kann ich sie schön in die Kakteen rein. Hier. Rein da. Das ist so die Rache. Rache ist Blutwurst. Oh. Also ich merke schon, er hat mich heute richtig, richtig lieb. Meine Flasche, du warst auch meine so weg. Gemein zu mir. Jetzt ist meine Flasche weg. Wieso ist meine Flasche weg? Ich weiß ich nicht. Was hast du gemacht? Also getrunken. Ich hab sehr schlechte Internet. Dann ist meine Flasche weg. Weiß nicht. Ich brauche eine neue Flasche. Tut die eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Deswegen wundert mich ja gerade. Flasche. Benötigt Kunststoff und Kletterpflanzen. Haben wir Kletterpflanzen? Ich befürchte wieder nicht. Nee. Doch, haben wir. Was haben wir? Oh doch, da ja. Genau vier. Ich hab welche reingepackt gerade. Vier Stück. Oh, das ist gut. Guck mal, ich hab ganz viel Honig. Du hast ganz viel Honig? Ich hab auch Honig. Pack ich da rein. Pack mal so Essen rein, so. Wo ist denn der Grill? Ach, da. Er muss erstmal wieder den Grill suchen. Soll ich mit euch jetzt nochmal auf die Insel kommen? Also ich habe das Gefühl, ich bin so eine kleine Belastung. Nein, komm mit. Du musst einfach nur hinter uns bleiben. Richtig, nicht einfach vorlaufen. Nicht vorlaufen. Richtig. Okay, ich bin so ungeduldig. Mhm, ja, das sollst du aber nicht. Wir gucken uns ja auch so ein bisschen die Insel mal an. Warten wir hier aufs Wasser. Netter geiler Cocktail. Ein Mangonana. Nee, ein. Was? Mangonana. Mach einfach den Wassermelone fressen. Und ein paar Fischkes. Leder. So, Ram. So, wenn ihr wieder soweit seid, sagt Bescheid, ne? Dann können wir direkt los. Also, ich hab nicht so viel Leben, ne? Ich brauche noch was zu essen. Ja, das Leben, das regeneriert sich von alleine. Okay.
Ich muss mal gucken, haben wir noch eine Suppe? Ich habe doch so viele Suppen gekocht. Wo ich habe 5 Suppen mit. Also wenn jemand Hunger hat unterwegs, einfach zu mir kommen. Ich muss mir nur noch was zu trinken holen, dann bin ich ready. Ich habe zu trinken, stimmt, ich wollte mir noch zu trinken mitnehmen. Ich bin die Kantine hier. Ich habe Wasser gerade gemacht. Ist das schon fertig? Ja. Ist Wasser schon fertig gekocht? Okay, dann können wir los. Ich bin soweit. Ja, ich brauche Wasser. Oh Jungs, lasst mich nicht wieder so im Stich. Nein, lauf einfach hinter uns her. Dann läufst du wieder vor. Achte auf deine Schlafenszeitnummer, ne? Was denn? Was ist da denn? Ein Hinterkopf. So. Aber ist nicht schlimm. Ich achte auf meine Schlafenszeit. Warum geht sie denn immer freiwillig da schon direkt? Vor allen Dingen den langen Weg, ne? Denn? Auch wenn sich's lang angefühlt hat, Katja, es waren erst 12 Minuten. Oh, okay. Aber es hat sich echt lang angefühlt. Ich musste sie ja komplett wieder rausholen. Was hatte? Hier ist eine leere Flasche. Die hast du hier fallen lassen. Wie ist das denn passiert? Na, mitnehmen. Ja, okay, wohin? Laufe ich wieder vor? Ja, du läufst schon wieder vor. Warum machst du sowas? Wir laufen nur mal lieber lange. Ich mag das Risiko im Leben. Geocaching ist nicht so mein Ding hier. So, hier geht's hoch zum Dings, da wollen wir nicht normal hin, da waren wir gerade. Oh so. Gott, ich habe gelernt, schnell zu laufen. So, 2 und da, jetzt müssen wir nach links. Dum, da, dum, da, dum. Wir müssen zur Station Nummer 4. Hier geht's, warte, hier oben geht's auch lang. Hier ist auch ein Wegweiser nochmal. Rechts hoch. Na, da ist Katastrophe. Hä? Wo ist ja, sie rennt wieder weg. Wo ist sie denn? Sie rennt wieder weg. Vorgelaufen. Vorne ist ein Wegweiser, also bin ich dahin. Ja, ich habe trotzdem geguckt, wo du bist. So, wir gehen zu 4. Schön zusammenbleiben. Sonst haben wir gleich wieder eine Leiche hier. Da ist noch ein Wegweiser. Ich brauch Steine, ich muss dich mal ab und zu abwerfen. Das tut gut. So, wir gehen wieder zu 4. Schöne Birken hier. Schön gewachsen. Ich hab das Gefühl, wir laufen im Kreis. Nee. Da oben ist ein Schrank, den will ich haben. Ja, den habe ich. Wieso steht hier so ein Spind rum? Weil das kann. Seht ihr? Bobby's Maze, no trespassing. Guck mal rein. Oh, eine Säge. Brunos Sägeblatt habe ich aufgenommen. Hä, ich habe euch verloren. Nein, okay. Frag sie nur noch, wo Bruno ist. Ja. Hier steht aber Bobby's Maze und nicht Bruno. Bobby's? Okay. Ja. Station 6, einfach nach oben, ne? Ja, ich komme hin. Halte mich 6, an. Nee, zu Nummer 4 und 6 müssen wir. Also ja, Richtung 4 und 6. Weil ich merke, Katha hat überhaupt keine Ahnung. Was? Nichts. Es ist herrlich. So, 6 geht nach links, 4 geht nach rechts. Wir gehen nach rechts. Das magst du jetzt einfach mal so sagen. Folgt mir, meine Kinder. Oh, hier ist die Brücke. Wie kommen wir da rüber? Das ist ein Hebel. Warte. Ja, aber auf der falschen Seite. Ja, ich wollte gegenschießen. Funktioniert nicht. Ich wollte gerade springen, aber... Ich glaube, das wird dir hier untersagt. Wenn du da runterspringst, beende ich die Aufnahme und. Oh! Da musst du erstmal komplett rumschwimmen um die gesamte Insel. Ja, okay, dann. Steine kann man einsammeln. Ja, dann gehen wir zu 6, ne? Warte mal! Was machst du? Ich muss ganz kurz die Steine einsammeln. Ich brauche welche, um Katha an den Kopf zu werfen. Ach so. Nee. Wo ist er denn? Da ist er ja. Oder, warte mal. Oder sind die Steine dafür da, um da. Warte. Oh, yeah, ja. Mach mal. Oh, 2 solche. So ein Hungerhaken, ich muss sie richtig hoch und weit machen. Hoch und weit. Noch weiter. Ich glaube, die verballert jetzt alle. Oh, ich habe noch einen. Ja, komm, weiter. Das ist der letzte. Versuch. Nee, war nicht weit genug. Okay, gucken wir auf jeden Fall. Aber warte mal, vielleicht kommen gleich noch mehr Steine. Ja. Weil wir müssen da ja hin. Na gut, kann natürlich sein, dass wir erst zu 6 müssen, ne? Dass die Reihenfolge hier jetzt natürlich jetzt nicht hier 2, 4, 6 ist, sondern 2, 6, 4. Lass es einfach da mal hin. So, ist ja nur die andere Richtung. Wir sind ja schon nur hochgelaufen. Nur. Ja, nein, weiß, also nicht die ganz andere Richtung. Hier, Mr. Mac, der 2.
Wir brauchen dringend dieses Netz, diesen Netzwerfer. Wir machen ganz den Streichel zu auf. Oh, Bienen! Oh, ich hab ein Netz. Ja, ich hab ein Netz. Warte. Ja, ich glaube, letztens, das war nicht der Bär, der mich da bewegungsunfähig, sondern simultan haben die dich angegriffen. Zusammen. Ja, komm schon. Hast du die? Da sind noch mehr. Da sind noch mehr, die holen wir uns. Wofür brauchen wir die denn so viel? Kriegen wir Honig. Achso. Komm her. Da. Ich hab toll, wie du das gemacht hast. Wahnsinn, ne? Ja. Wie ein Profi. Oh, die Waben habe ich geholt. Wir nennen dich aber heute nicht nur Marino, sondern Imkarino. Imkarino ist auch gut. Imkarino am Nummer Monday. Oh, was ist denn hier unten? Siehst du Couch? Warte, wo ist... Mit einer Heizung. Ja, geh mal gucken. Wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Ich muss jedes Mal diese blöde Shift-Taste suchen. Erstens, Rosa is mostly right. Komm mit. Zweitens, accept when Diana says otherwise. Drittens, Julia makes rules unless... Ich habe Wildbeeren gefunden. Ich auch. Was steht hier? Okay, das ist gut. Kaputte Flaschen kann man nicht mitnehmen? Schade. Nee, geht's? Seid ihr da oben weitergegangen? Oder? Nee, hier geht's auch nicht. Hier geht's nur so durch eine Felsspalte, aber da will ich jetzt nicht hingehen wollen. Nee, ich meine hier oben. Ja, da oben gehen wir und wir müssen da wieder zurück. Komm. Pipi. Sich drüber lustig zu machen. Ich muss jedes Mal die Shift-Taste neu suchen. Drück mit einem kleinen Finger drauf. Nee, dann verkrumme ich meine Hand richtig. Wieso? Du hast ja den Mittelfinger auf W, den rechten Zeigefinger auf, also den Zeigefinger auf D und den Ringfinger auf A. Nee. Ich habe den Daumen jetzt auf die Shift-Taste. Den Daumen? Oh, ich komme auf, hinter uns sind auch wieder viel Honig. Oh ja. Den Daumen auf Shift? Wie geht das? Ja. Du steuerst doch mit WASD. Wie kannst du den Daumen auf der Shift-Taste haben? Das tut gerade schon gedanklich ziemlich weh. Das, was ich gesagt habe, tut weh. Oh, hier wieder Honig. Noch mehr Bienen? Nö. Nö, das war's. Na, hier Reiseverpflegung. Wo ist? Ja, genau, komm mit. D6. Danke, Noma, dass du immer auf mich achtest. Darauf erstmal eine Wassermelone. Ja. So, 6 müssen wir. Oh, hier ist eine Höhle. Mit Schlingpflanzen. Oh, da brauchen wir irgendwie eine Machete für. Die haben wir nicht. Das ist so ein Machetensymbol. Okay. Also da müssen wir uns noch irgendwie durchkämpfen. Mein Gott. Ah, da hinten ist die Station 6, ich sehe sie. Schon eine heftige Insel. Das ist riesig. Hier sind überall Blaubeeren. Hier geht's weiter. Nee, das kann nicht richtig sein. Hier ist die, hier oben, was redest du? Guck mal. Wir hätten da rechts weiter müssen. Nee, das ist Station 2. Da waren wir doch. Ich meine, das ist Station 2 da. Oder, nee, Quatsch, das ist Station 4. Da auf der rechten Seite ist ja die Brücke. Ja, komm, lass uns weitergehen, weil... Wir wissen ja, dass er keinen Orientierungssinn hat und wenn es dunkel ist, ist es noch schlimmer. Ich werde euch das gleich sehen. Ja, kann ja sein. Ich guck mal da. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Katar hat recht. Aber der Pfeiler kommt noch anders hingezeigt. Da ist auch ein Bär. Ich sehe schon hier aus. Ah, okay. Alles klar. Also, es ist die Richtung. Definitiv. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Hier, einfach hoch. Wo ich lang gehe. Ah, da lang. Ah ja, ich sehe dich. Ah, da ist der Bär. Okay, ich sehe ihn, ja. Lass mal auf die gute Frau warten. Wo ist denn die? Nee, die gute Frau kann jetzt mal kurz zurückbleiben, weil... Bevor sie gleich wieder stirbt. Ich habe einen Pfeil und einen Bogen. Ja, dann los, der Bär greift mich gerade an, also kannst drauf schießen. Zack, das war's. Den Bären besiegt? Ja, aber der wackelt noch. Ja, der ist tot. Das reicht schon, der ist tot. Okay, ich wollte nur sicher sein. So. von wo kam der Bär jetzt runter? Davon. Da. Jetzt bin ich auch verwirrt. Von hier kam der runter. Kommt man da hoch? Hä? Ja, kommt man hoch an der Seite. Hochspringen. Ich hab mich verloren. Ja, stopp, hier. Hier, da, genau da.
Schön machst du das. Und hüpf, wie ein kleines Fröschlein. Ja. Ich glaube, das ist aber nicht richtig. Ich glaub, aber hier kam der Bär her. Ja, aber trotzdem, wir müssten hier auch eh lang. Hör ich auch irgendwann auf zu hüpfen? Ja, muss ich die ganze Zeit, muss ich die ganze Zeit hüpfen? Kannst auch laufen? Ich glaube, wir rennen hier einfach nur im Kreis, ey. Ja, wir müssen da irgendwie hochkommen. Naja, da kommst du auch nicht hoch, oder? Nein, hier geht sogar wieder runter, ey. Nee, runter wollen wir nicht, wir müssen hoch. Ja. Ist das verwirrend. Zurück, komm, wir müssen zurück zum Schild. Wir müssen mal einmal neu orientieren irgendwie. Wobei, warte mal. So, hier ist ein Schild. Relaisstation Nummer 6. In die Richtung. In welche? Ne? Wie hier. Im echten Leben, einfach mal Karte lesen. Da? Wo ist Cutter? Ja, eben. Cutter. Da. Okay, da bin ich. Vielen Dank. Also fahre ich doch richtig schon. Ah, da ist... Wir müssen nach links. Nee, das ist die Höhle. Da müssten wir durch. Okay. Wir müssen nach links. Ah, wir kommen nicht zur Relaisstation 6 wegen der Höhle. Ja, eben. Also brauchen wir eine Machete. Wir müssen zu viel zurück. Und die Machete kriegen wir wahrscheinlich bei der 4. Wo ist denn die 4? Da wo vorne, bei der Brücke. Ich habe das Gefühl, dass du planlos durch die Gegend läufst. Nein. Ich verbitte mir das, ja? Ihr wollt mir also beide sagen, ihr habt einen Plan. Ja. Nein. Ja, nein. Wen glaube ich denn jetzt? So, gehe ich hier richtig? Nee, das sind da war die Bienen. Wir müssen hier wieder runter. Es ist verwirrend. Kommst du mit? Ismaralda. Ja. Ja, ich komme. Hey. Ich muss die Shift-Taste suchen mit dem Daumen. Wieso mit dem Daumen? Wie geht das? Ich versuche das gerade mal. Wie macht sie das denn? Nee, da kriege ich eine Sehnscheinentzündung. Ja, nicht nur Sehnscheinentzündung. Ich glaube, da dreht sich der ganze Körper einmal im Kreis, du. Ich habe gerade meine Hand so verdreht. Ich habe, glaube ich, einen Screenshot. Wie ist das denn drücken? Hä, da komme ich doch Bist du mit der linken Hand auf der Tastatur? Ja, logisch. Die rechte bediene ich ja die Maus. Oh, hab ich mich erschrocken. Dieser alte Widderbock, ey. Oh. Jetzt legst du deine Hand links so drauf, dass dein Mittelfinger auf W liegt. Ich habe mich verloren. Ich bin immer noch am Schild. Oh, ich kann gleichzeitig schnell laufen und springen, wenn ich das mache. Cool. Ja. Katha, wo bist du lang gelaufen? Zu 4 wieder, ja, ich bin okay. Ich bin da vor der 4 bei der Brücke da, ne? Wo ist... Ah, da ist mal, Alter. Wo müssen wir hin? Ja, hier. Wir müssen irgendwie diese Brücke runter. Ich hab sie runterbekommen. Mit dem Stein oder was? Nee, mit dem Pfeil. Ah, okay. Hä? Okay. Hallo, sehr schön. So, Vorsicht vor Bären, ne? Ja, die sind... Können doch nicht überall Bären sein. Ja, hier waren genug Bären schon. So, oh, dann gehen wir mal hoch. Juhu. Mega-Bären hier treffen. Oh ja, garantiert. Wettig. Was ist denn ein Mega-Bären? Ein großer Bär. So ein Zombie-Bär. Oder ein Kuschelbär. Oh ja, Winnie der Pooh. Bär. Station 4. Pooh-Bär, Winnie der Pooh-Bär. Die Erkundung überlasse ich hier den Nummer. Ich guck mal nur hier. Noch mich. Nur dreimal runtergefallen schon. So, jetzt bin ich oben. Was haben wir hier? Ich warte einfach hier unten. Bücherregal. Oh, Notiz. Hinweis. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known. Aktivieren müssen wir die irgendwie noch. Oh, hier ist ein Bauplan. Treibstoffrohr. Ah. Und ein Hinweis. Und activated. Jawoll. Haben wir. Aber wir brauchen diese Machete. Ach, guck mal, wenn du übrigens dein... Hammer? Bonushammer? Sehr gut, Bonushammer. Übrigens, wenn du T drückst und dein Buch aufmachst, haben wir eine Karte. Irgendwann haben wir gerade eine Karte gefunden. Aber sie sagt uns ja trotzdem nicht, wo wir stehen. Aber in der Mitte ist irgendwie, da ist aber ein Totenkopf aufgezeichnet, ne? Genau, da ist ein Totenkopf aufgezeichnet. Also da ist bestimmt was Böses. Wir sind jetzt gerade bei der 6. Bei der 2 waren wir schon. Zu 4
Komm. Ne, wir sind bei der 4. Quatsch. Wir sind bei der 4 über die Brücke. Die 6 ist da hinten. Bin noch nicht zufrieden mit der Ausbeute hier. Nee. Wieso kriege ich die ganze Zeit Wildbeeren angezeigt? Weil ich die jetzt gerade alle pflücke. Ja, aber warum werden die mir angezeigt? Ja? Merkwürdig. Das wird bei euch auch angezeigt, bei mir, wenn ihr was aufnimmt. Ja. Warst du schon hier oben? Ja, aber da ist nichts. Achso, nee, ich mein den lieben Cutter. Nee, da ist nichts. Irgendwie nichts. Okay. Nee, ich versuche schon über 1000 Wege an irgendwelchen Sachen ranzukommen, aber es ist hier nichts. Wir brauchen diese Machete. Ja, es kann ja aber auch sein, wir haben hier oben noch nicht alles abgesucht. Das kann ja auch sein, dass hier oben irgendwo noch was ist. Weil hier drüben waren wir ja noch nicht. Hier muss ja noch irgendwas sein. Aber es muss irgendwas sein hinter dieser Brücke, weil die Machete, das findest du bestimmt erst später, oder? Das ist doch bestimmt ein Schlauchlevel hier. Oder die Machete kriegst du erst durch das Böse, wo wir noch hin müssen. Das wissen wir auch nicht. Ah, ja, das könnte ja auch sein. Dass das sozusagen die Ritterprüfung ist. Ah, okay, ja. Übertreiben es jetzt ein bisschen, ne? So. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde jetzt hier auch nichts mehr, ne? Ja, ich gehe so. Moment, wie viele Stationen gibt es denn? Drei? Drei gibt es. Zwei haben wir aktiviert. Wir müssen jetzt zur Station Nummer 6. Aber da kommen wir nur durch. Da standen wir vor dem Tunnel, wo es da hingeht. Ach ja, das war diese Machete, die wir brauchen. Genau, das heißt, wir müssen diese Machete finden. Wir haben schon so eine Säge gefunden. Wir haben einen Hammer gefunden, ne? Aber wenn wir einen Hammer haben, vielleicht müssen wir was kaputt machen damit. Einen Schrank oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. In dem Schrank habe ich eine Säge gefunden. Da ist es. Brunos Sägeblatt, Brunos Hammer haben wir. Und Wildbeeren. Ah, pass auf, die Wildbeeren, die du gepflückt hast, die sind auch questrelevant. Ja. Ah, okay. Ich habe keine im Inventar. Genau, deswegen werden die mir auch angezeigt. Wie machst du das denn? Wenn du T drückst, dann hast du dein Buch hier offen, ne? Wow. Hab ich ja noch nicht gesehen. Das ist nicht hier ernst. Genau, da hast du ja dann immer deine Seite 14, Seite 15. Da sind okay. Und ich weiß, was das heißt. Diese 6, die 2 und die 4, das sind die Bären. Da haben wir 2 gefunden, jetzt haben wir 4 gefunden. Nee, das sind nicht die Bären, das sind die Stationen. X gleich Station. Guck mal oben, was ganz oben auf der Karte steht. Ah, okay. Station 2, Station 4 haben wir jetzt und jetzt müssen wir zur Station 6. Aber erst, wenn wir diese Machete haben. So. Ja, heißt, wir sollten vielleicht das Böse mal aufsuchen. Vielleicht kommen wir da ja weiter. Wir werden eine Metallaxt hier verloren, ich nehme sie mal mit. Von meiner. Warum nicht deine Metallaxt bei der Brücke? Warte. Was denn? Smaralda, kommst du? Wohin? Zurück zur Brücke. Warum sagt ihr nicht, dass ihr weitergeht? Ich sag's dir doch gerade. Ich bin so begeistert von diesem Buch, was ich gerade entdeckt habe in der Taste D. Oh Mann. Ja. Ich bin eigentlich schlauer, als ich hier rüberkomme. In dem Moment, wo ich dir Bescheid sage, dass wir weitergehen, beschwerst du dich, dass wir nicht Bescheid sagen. Es ist ein Traum. Wollen wir nochmal vollladen, also sprich nochmal abladen und trinken, weil trinken geht mir auch schon langsam alle. Ich hab Wassermelonen, komm her. Hier. Ich hab Wassermelonen, hier, ganz viele. Extra mitgenommen. Schlucki. Ich nehme auch eine. Ja, müssen wir teilen einmal. Gibst du mir bitte auch eine? Nicht, dass ich eine brauche, aber ich hätte einfach aus... Ich hab Fressenheit. Weiß ich. Hier, hast du eine. Echt jetzt? Ja. Das ist tatsächlich nur eine. Ja. Hier ist übrigens deine Metallaxt, die kannst du mal wieder nehmen, ne? Nicht vor der stehst du. Hier ist noch eine, hier. Guck mal, da hinter dir ist noch eine. Okay. Und noch eine. Ich gammel doch jetzt nichts von dir auf jetzt kommen. Also irgendwie fühle ich mich verarscht. Wohin jetzt, bit, Jungs? Wir müssen irgendwie mal Richtung dieses Todeszeichens. Sag mal, haben wir, als wir bei dem anderen Turm waren, haben wir uns das Haus angeguckt, was da war? Nein. Da war ein Haus? Ja, wir haben uns dieses Ranger Office gar nicht angeguckt, ne? Ja. Oh. Ja. Zurück. Es ist so unglaublich. Ich könnte ja sagen, solche Loser, aber ich sag's nicht. Sagt der schon auf dieser Insel gestorben ist und die ganze Zeit hinterherläuft. Bin ich gestorben, ich war ohnmächtig. Ja, ist das Gleiche. Ja. Hä, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Hier.
runterlaufen, Berg runterlaufen. Runter, genau. Genau, sehr schön. Vorsicht, nicht über eigene Füße stolpern. Da, was leuchtet. Oh, jetzt muss ich wieder springen. Nein, musst du nicht. Du kannst aber laufen. Einfach laufen. Was ist denn da los? Es ist so. Also ihr gebt mir das Gefühl, als wäre ich eine Belastung für euch. Nein, du bist die ganze Zeit am Motzen. Ja. Bin ich gar nicht. Oh, doch. Du gibst uns das Gefühl, dass wir das hier nichts richtig machen können. Ja. Und ihr könnt es dir nicht recht machen. Sagt sie gar vor allen Dingen du mit deiner Flasche im Gesicht, das sieht so oder so ein bisschen cheeky aus. Ich hab auch eine Flasche im Gesicht. Achso, sieht man nicht wegen dem. Doch, sieht man. Ich habe keine. Du hast einen Bären auf dem Kopf, ich würde ganz leise sein. Ich würde mir einen Bären aufbinden. Oh, der war flach. Der war sowas von flach, du. Füße hoch. So, Ranger-Station, Station 2. Also ich muss euch ehrlich sagen, dieses Rumlaufen ist echt anstrengend. Oh. Ja, du wolltest unbedingt diese Insel erkunden. Dann geh doch. Geh doch. Dann geh doch. Geh doch. Ja, oh, genau, damit mich gleich ein Bär frisst. Oh mein Gott, das meine ich doch. Ja, der hat mich amüsiert. Gott sei Dank. Boah, guck mal, wie der mich anspringen wollte. Kleiner Hund. Das war's. Zack, alle eure Pfeile gehören mir. Wollte gerade sagen, ich habe nicht einen Pfeil. Aber egal. Ist nicht schlimm, hier. Hier kannst du ein paar Pfeile haben. Hier. Ich brauche keine. Ich habe sowieso nur daneben geschossen. Wo seid ihr denn jetzt langgelaufen? Ich habe nicht einmal den Bären getroffen. Ach, da hinten. Seid ihr da hinten? Nee, das ist eine Ziege, oder? Das ist eine Ziege. Das bin ich. Sag mal, müssen wir da schon wieder rüberspringen? Wo seid ihr denn schon wieder hin? Da hoch, wo wir da rüberspringen mussten. Das war so, ne? Ja, ja, klar. Oh. Schick die Smaralda vor, die kann das gut. Witzig, ich hatte so Herzrasen. Ich glaube, ich bin wieder verloren. Nein, ich bin hinter dir. Okay, und jetzt? Wir müssen da rüber springen. Ja. Ach du Scheiße. Mhm. Na gut. Hätte auch zurückbleiben können. Ich bin drüben. Also. Ich auch, und ich habe bis jetzt noch nicht einmal hier den Sumpf getroffen. Zack. Vielleicht kann man nicht da in den Sumpf treffen. Oh, Biokraftstoff. Schön. Biokraftstoffraffinerie. Du bist schon in der Hütte, ne? Yeah. If you live here. Ja, guck mal, was habe ich denn? Nee, ist Werkzeug, aber ich kann es dir aufnehmen. Man kann gar nicht sterben. Ich laufe nur auf dem Wasser. Okay. Ja, guck mal, das leuchtet, aber ich kann nichts machen. Kannst du die Säge und so dahin packen? Ach da. Aber das vielleicht, Jungs, war das vielleicht das Kreuz? Ja, Hammer. Brunos Schraubenschlüssel fehlt uns noch. Die Säge hast du hingepackt, ich habe den Hammer hingepackt. Jetzt fehlt uns noch der Schraubenschlüssel. Ja, wo haben wir den denn übersehen? Ja, der ist noch irgendwo. Und dann kriegen wir wahrscheinlich, kriegen wir irgendwas. Und damit können wir dann hier was bauen oder so. Kann doch nicht sein, dass uns der blöde Schraubenschlüssel jetzt fehlt. Ja. Den müssen wir suchen, ne? Also drüben haben wir auf jeden Fall auf der anderen Station alles, wirklich, da war gar nichts. Ja. Aber guck mal, hier oben kann man auch noch hin. Warte mal. Such mal da. Das ist eine Kiste. Ja. Oh, ja. Ich bin so lost auf dieser Insel. Aber nicht schlimm. Aber ganz ehrlich, ich sehe hier so eine hübsche Matratze, ich hab Bock noch auf ein Nickerchen. Nee, dann mach dir mal ein Nickerchen. Ja, ich mach jetzt ein Nickerchen. Ich schlafe jetzt hier. Ich geh mal ein bisschen auf Jagd. Ja, okay. Ich geh schlafen. Ja, gute Nacht. Wahrscheinlich. Bis später. Tschüss.